Die Toyota Land Cruiser BJ40 bis 42 wurden in den Jahren 1974 bis 84 in den meisten Märkten angeboten. Wer wie ich in dieser aufkeimenden Offroad-Leidenschaft groß geworden ist, sehnte sich damals nach der sprichwörtlichen Zuverlässigkeit der großvolumigen Vierzylinder-Diesel mit 76 bis 90 PS. Robuste Stahlachsen, ein stabiles Rückgrat, zuschaltbarer Allradantrieb waren die Garanten für manch eine Kiesgrube. Der ambitionierte Fernreisende, Indien- oder Afrikafahrer, wurde in der gleichen Modellfamilie auch mit längeren Radständen fündig. Buschtaxi, die Aufgabenbeschreibung aus Dritte-Welt-Ländern, hat sich in Europa als liebevolles Synonym eingebürgert. Das einzige Problem beim Gebrauchtkauf eines gut erhaltenen Exemplars war damals schon, dass es eigentlich ausschließlich vererbt wurde. Umso größer ist die Hochachtung vor diesen hier gezeigten Exemplaren, die mit viel Mühe und Aufwand im derzeitigen Zustand erhalten werden.